Wenn die Selektivrufanlage von der Seenotleitung ausgelöst wird, heißt dies für den Rettungsmann Einsatz. Keinesfalls aber heißt es Hektik. Eher Besinnung auf das Wichtigste. Routiniert wird das Ablegemanöver vorbereitet und die Landverbindung unterbrochen. Wie der diensthabende Vormann der Wilhelm Kaisen aus einem Lagebericht des RCC Bremen entnehmen kann, wurde von dem Seenotkreuzer Arbeit Emminghaus das Abbergen von 12 Seeleuten eines taiwanischen Frachters gemeldet, der nach einer Kollision in der Elbmündung in Brand geriet. Noch ist die dreiköpfige Brückenbesatzung von den Flammen eingeschlossen und soll über eine Rettungsleine abgeseilt werden. Ein Einsatz, wie er nicht alle Tage vorkommt. Als die Wilhelm Kaisen an der Unfallposition oberhalb Cuxhaven eintrifft, steht die Everlevel in breiter Ausdehnung in Flammen. Die Männer der Freiwilligen Feuerwehr Cuxhaven versuchen, das Feuer im Deckshaus unter Kontrolle zu bringen. Noch immer sind 2 Seeleute vermisst. Schlepper kühlen die Container rein, um das Ausweiten des Brandes zu verhindern. Und die Wilhelm Kaisen erhält die Aufgabe, die Brandbekämpfung direkt im Kollisionsbereich voranzutreiben. Dies wird die Einsatzposition der Wilhelm Kaisen. Mit ihrem Feuerlöschmonitor auf dem Vordeck kann sie 20.000 Liter Wasser in der Minute in die Flammen schleudern. Der Qualm und die Hitze lassen nur einen begrenzten Einsatz zu. Deshalb wechseln sich die Rettungsmänner mit einem Bergungsschlepper ab. Ich kann es mal im Einzelnen ungefähr sagen. Auf Steuerbordseite die Parade nach wie vor, dahinter die Bugsiere 33 und 11, die Kaisenlichter noch und der Löschkreuzer Weser ist in die Aufbauten. Mehr als 6 Stunden steht der Containerfrachter jetzt in Flammen. Aber den eingesetzten Hilfsmannschaften ist es noch nicht gelungen, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Wie befürchtet, hat der Brand auf die Container mit der Baumwolle übergegriffen, was einen erfolgreichen Löscheinsatz beinahe unmöglich macht. Mitglieder des Katastrophenstabes vor Ort.
Besatzungen aller Hilfsfahrzeuge sind bis an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit im Einsatz. Und noch weiß keiner, dass es beinahe 7 Tage und Nächte dauern wird, bis der Brand auf der Ever Level endgültig gelöscht ist.